Moin Moin, willkommen zurück zu World of Warships und hier auf dem Seacrows Kanal. Wir haben ein neues Replay für euch von jemandem Altbekannten. Sashi 1991 fährt seine Montana. Vielversprechender Anfang, den habt ihr schon gesehen, über dem Thumbnail. Und er ist auf der Karte zerklüftet unterwegs und wird uns zeigen, was in seiner Montana steckt. Oh, hier kommen wir schon zum Kapitänskill. Er hat 15er Kapitän hier drauf. Sind der Beschussalarm, der Elite-Schütze im Zweierbereich, Adrenalinrausch, die Schießgrundausbildung, den Inspekteur im Dreierbereich und im Viererbereich die erweiterte Schießgrundausbildung. Das sind dann 15 Kapitänskillpunkte. Und in dem Modulbereich hat er die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, die Sekundärbatteriemodifikation 2, den Artillerieplotterraum, den Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1, Steuergetriebemodifikation 2 und Tarnsystemmodifikation 1. Ihr könnt gerne nochmal zurückscrollen und euch das genauer angucken, aber ich denke, das bringt auch nochmal ein bisschen was Neues rein. Das hatten wir uns jetzt ausgedacht, damit ihr vielleicht auch noch ein bisschen einfacher nachvollziehen könnt, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. So, er fährt jetzt schon in Richtung C. Das Team hat sich aufgeteilt auf A und B. Ist auf der Karte wohl, glaube ich, ziemlich sinnvoll. B ist immer sehr, sehr hart umkämpft. Darum A und C. So, sonst. Die Montana ist ja das 10er, das Schiff der Stufe 10 der Amerikaner. Hat 406 mm Kanonen. Vorne zwei Türme, hinten zwei Türme. A, drei Rohre. Ziemlich beeindruckendes Schiff. Haut ordentlich Damage raus. Klar, die Yamato ist stärker bewaffnet, aber ja, ich persönlich habe die Missouri, was ja quasi der Vorgängerschiff ist, ein Schiff der Iowa-Klasse. Das hier ist halt die Montana-Klasse. Die wurde nur entworfen, wurde nie tatsächlich gebaut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Heiden Spaß macht, weil allein die Missouri macht schon eine Menge Spaß und das ist am Ende eine Iowa. Von daher gucken wir mal, was hierbei rauskommt. Hier noch mit den alten Effekten. Ich habe ja inzwischen schon mal den Testserver angespielt hier. Patch 6.10 zu dem Zeitpunkt. Und ja, da kommt was auf uns zu. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie der neue Patch aussehen wird, dann klickt bei uns auf dem Kanal, sucht Preview Patch 0.6.10 und ihr werdet eine Menge Spaß haben. Das Video geht ewig lang. Ab 1 Stunde 40 könnt ihr auch noch die Lion sehen im Gefecht. Jede Menge neue Effekte, jede Menge neuer Sound. So, nur aber zum Replay hier. Wir sind schon mittendrin. Die Flotte des Gegners hat sich ebenfalls aufgeteilt, was ziemlich genial ist. Die Izumo brennt schon und er hat es jetzt schon auf 17.5 gebracht. Ist jetzt sicherlich nicht nichts so Überraschendes, aber ja, seine Verbündeten hier meinen lieber kuscheln zu wollen, anstatt zu schießen. Oder sie schießen zu doll und gucken nicht richtig drauf. Er nutzt jetzt erstmal gleich geschickt wieder den Nebel aus, das kennen wir schon aus seinem Yamato-Video. Und hat sich schon das nächste Ziel angeguckt, das war die Doppel-M-Taste. Um so ein bisschen zu gucken, wie die Lage des Ziels ist, gibt das Replay nicht ganz so wieder, wie es in der Realität möglich ist. Probiert das einfach mal aus, wenn ihr mal so ein verdecktes Ziel habt und darauf zielen wollt und das aber nicht richtig könnt, dann könnt ihr so zumindest ein bisschen besser die Lage des Ziels vielleicht abschätzen. Das ist besser zu visualisieren als über die Radarkarte auf der rechten Seite. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Da sind die Aale, da sind wieder jede Menge Aale im Wasser. Ab in die Smoke, damit wir den Zerstörer da so ein bisschen, ja, aufscheucht. Und was hier besonders auffällt, er schießt HE. Warum schießt er HE? Bei dem Winkel ist die Wahrscheinlichkeit mehr, also man hat einfach eine bessere Möglichkeit, mehr Schaden zu machen bei dem Winkel auf die Schiffe. Jetzt könnte er hier bestimmt auf die Izumo schon AP schießen, aber naja, wann baut auch gerade um, wie quasi angesprochen. Er baut auch gerade um auf AP-Schaden und guckt jetzt, welche Target das Beste sein könnte. Die Ruhen steht, das stehende Ziele sind immer ein bisschen schwer zu treffen. Zumindest meine Erfahrung. Da sind die Mumpeln in der Luft und kann die Ruhen. Zwei gute Treffer, aber kein Schaden. Also, das ist
immer, für mich immer extrem schwer stehende Ziele vernünftig zu treffen, weil die Streuung einfach dann seine Rolle spielt und die Spielmechanik, also. So, den Torps geschickt ausgewichen sozusagen. Kein, waren ja eigentlich gar kein Faktor für ihn. Also von Ausweichen kann eigentlich auch nicht die Rede sein. Bereit seid auf die Izumo, die da rumsteht. Die Ruhen hat es gleich hinter sich. Gucken wir mal, was bei der Izumo an Schaden erleben. 16.000 für ein fast stehendes Ziel ist super. Auf der anderen Seite guckt die Izumo natürlich auch ewig weit aus dem Wasser raus. Team Rot hat schon 2 Schiffe verloren. Cap-mäßig ist man aber bei Team Rot im Vorteil. Da hat man einen Cap, wobei der jetzt nicht zählt, weil im Cap schon wieder Team Grün mit drin ist. Weiß nicht, ob man hört im Hintergrund, meine Wellen sind, die machen hier so ein bisschen Alarm, sozusagen als Flugabwehr bei Seacross aktiv. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich werde es nachher über den Sound noch mal ein bisschen regulieren, eine kleine Tonnachbearbeitung machen, dann ist es nicht ganz so wahrnehmbar. So, jetzt ist hier so ein kleiner Stellungskrieg. Er hat hier Unterstützung von der Charles Martel nach Baltimore und am Minotaur. Minotaur an sich ist ja auch schon ein sehr, sehr starkes Schiff, richtig eingesetzt. Und da sind die Granaten unterwegs. Also, wir haben hier eine Brandwahrscheinlichkeit, ich habe es mir vorher extra aufgeschrieben, von 36%. Eine Gefechtsreichweite standardmäßig von 23,6 Kilometer. Die Montana-Klasse ist im Vergleich zur Iowa-Klasse, also der Nachfolger ist die Montana-Klasse, 3 Knoten langsamer, hat einen Wendekreis von 950 Meter. Da muss man also schon ein bisschen besser planen, wo man wann wie hinfährt. Jetzt steht er hier Breitseite. Und die Izumo hat, denke ich, auch gleich, hat es auch gleich geschafft. Zumindest die eine, da wird gar nicht mehr drauf geschossen. Das ist für ihn ja gar kein vernünftiges Target mehr. Die brennt runter. Dann lohnt sie gar nicht die 30 Sekunden Nachladezeit, die man hier so im Durchschnitt hat, noch mitzunutzen. Da kommen ja ein paar Kugeln von der Izumo an. 5-5 kassiert, aber immer noch gut im Rennen. Das ist alles normaler Gefechtsschaden, nichts Außergewöhnliches. Außerdem ist die Zitadelle gar nicht so schlecht gepanzert. Von der Seite hat die Montana hier 406 mm Zitadelle, 409 mm ist die Zitadelle gepanzert. Die kann man von außen erreichen, anders als bei anderen Schiffen. Zum Beispiel in den Deutschen, wo die Wanne sozusagen außen bis hoch geht und die Zitadelle nochmal überlappt, ist das hier so, dass die Zitadelle leicht unter Wasser, also direkt auf der Wasserlinie liegt, aber halt direkt getroffen werden kann. Das wurde ja vor kurzem erst gepatcht, dass die Zitadelle einen Ticken weiter nach unten wandert und die Montana weniger leicht zu Zitadellen ist. Jetzt geht es eine Breitseite AP auf die Neptune und eine Zitadelle rausgezogen. Sehr schön. 80.000 haben wir jetzt. Und er fährt volle Kraft rückwärts. Okay. B ist auch schon beim Gegner. Punktemäßig führt Team Grün. Hat jetzt 2 Schiffe verloren, 2 Zerstörer. Und der Gegner hat 4 Schiffe verloren, aber dafür noch einen Zerstörer. Das kann sich manchmal... Manchmal ist der Zerstörer mit seiner Aufklärung auch das entscheidende Schiff. Aber in dem Fall... Den Endscreen habe ich gesehen, das ist ein Sieg. Na, gucken wir mal, wie sie das weiterentwickelt. Da kommt die Izumo nach vorne. Soroken hat die Türme gar nicht auf die Montana ausgerichtet, obwohl sie quasi fast Breitseite zu ihm steht. Und die war entdeckt, also vielleicht ein bisschen falsch priorisiert, weiß ich nicht. So, jetzt gucken die Kanonen aber in die richtige Richtung. Und jetzt geht's voran hier. 12.000, Turm beschädigt. Jetzt nimmt er wieder Fahrt raus, aber spitz zu Izumo, damit es nicht ganz so einfach wird für sie. Oh, Sekundärbereich. Nachladen ausnutzen. Schön schmales Profil machen zum Nachladen. Da gibt es nochmal eine Salve von vorne. Und auch nochmal vernünftig getroffen. 4-4 für dieses Profil mit AP. Super. Er lädt jetzt HE wieder rein. Wechselt also ständig den Munitionstyp. Das ist auch
wirklich wichtig, auf diesen Tierstufen immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Munitionstypen zu haben. Das macht er hier schon ganz gut. Wobei, schon ganz gut ist ja auch so eine Aussage. Er spielt ja nun schon wirklich lange, seit der Beta-Phase oder noch länger, seit der Alpha, glaube ich sogar. Also er weiß schon hier, was er tut. Zumindest kann man das erwarten. Und wieder HE drinne und nochmal im Brand gesteckt. Fährt jetzt schmales Profil auf die Moskwa, darf aber trotzdem nicht zu viel Breitseite auf die Izumo zeigen. Jetzt ist Team Grün sogar in Rückstand, Team Rot führt. Okay, umso spektakulärer wird jetzt hier wohl die Endphase. Hat ja schon erwähnt, dass hier ein Sieg für ihn drinne steht im Buch. Da war gerade noch eine Montana irgendwo zu sehen. Wo ist die Montana denn hin? Eine Moskwa ganz rechts. Okay, ich würde jetzt auf die Moskwa zielen. Haben wir auf der Karte. Am Anfang war das sehr, sehr taktisch geprägt. Inzwischen ist es jetzt doch ein sehr aktiver Kampf geworden. Jetzt steht es 5-4. Jetzt von den Schiffen her für Team Grün wieder. Hier ist noch nichts entschieden. Das ist quasi gleich auf. Alles noch drin. Ich würde wahrscheinlich meine Montana ein bisschen anders killen. Ich würde sie nicht auf Sekundär skillen, weil die Streuung mir hier doch ein bisschen groß vorkommt. Auch wenn das eigentlich nur 7% nochmal sind, aber ich glaube, ich würde sie in dem Bereich weiter auch auf Zielsystemmodifikation. In dem zweiten Slot kann man nochmal 7% Streuung rausholen. Bei der Iowa und bei der Missouri ist die Streuung schon super gering. Hier kommt sie mir wieder ein bisschen größer vor. Man kann es ja einfach mal ausprobieren, zum Beispiel wenn sie im Angebot ist oder so. Dann, also diese Modulwechsel, gibt ja manchmal diese Zeitpunkte, wo sie im Angebot sind. Da kann man ja mal ausprobieren, wenn man jetzt selber die Montana hat und überlegt. Gut, jetzt nicht mehr weiter vor. Rennt jetzt nicht der Moskwa hinterher, sondern fährt angewinkelt jetzt auch zur Montana, das einzige Schlachtschiff des Gegners, welches noch im Rennen ist, aber das hatte auch noch relativ viel Trefferpunkte übrig. So, C ist grün, B wird jetzt jeden Moment grün. Damit sollte der Punktvorsprung, den Team Rot im Moment noch hat, schnellstmöglich dann aufgebraucht werden. Und dann ist Team Grün im Vorteil, weil sie auch ein Schiff mehr haben. Drei Kreuzer gegen drei Kreuzer und ein Schlachtschiff mehr. Das heißt, die Kampfkraft ist eigentlich deutlich besser. Team Rot ist ziemlich verteilt, Team Grün ist ziemlich nah beieinander. Damit kann auch viel punktueller der Schaden ausgeteilt werden. Das ist immer wieder entscheidend bei einigen Gefechten, wenn man nicht einen Fahrer hat, der ganz viel Glück und auch sicherlich auch Skill hat, dann kann man als Einzelfahrer eigentlich nicht viel machen. Er konzentriert sich jetzt auf die Montana, sie guckt sich nochmal die Lage an. Wie gesagt, leider wird das beim Replay nicht so gut dargestellt, wie es in der Live-Version dargestellt werden würde. Sucht die Deckung der Insel gegen die Montana. Charles Martel fährt vor so ein bisschen. Mal gucken, was da gleich passiert. Ja, irgendwo könnte noch links von ihm eine Sau entdeckt werden, erscheinen.
Flieger in der Luft. Und er schießt sich auf die Montana ein. Davon kann man ausgehen. Die Moskwa hat oben den Kurs korrigiert, auch als Abfangkurs auf ihn. Ich denke mal, das geht gleich richtig ab mit dem Sekundärfeuer. Das wird bestimmt ein Nahkampf. Will er das mit beiden aufnehmen? Er hat jetzt noch 60.000 Trefferpunkte. Der Gegner hat 54.000 Trefferpunkte. Jetzt kommt die Montana langsam in Sicht. Hat gar nicht richtig gezielt. Die braucht viel zu lange, um schnell nochmal die Schütze auszurichten. Sekundärfeuer geht auch los. 5,8 Kilometer. Der erste Schaden war nicht gerade berauschend. 4.400. Und da kommt die Moskwa. Jetzt wird's interessant. Die Moskwa als Fackelschiff, als so eine Zwischenlösung, als Kreuzer oder... Also schwerer Kreuzer, Schlachtschiff irgendwo dazwischen angesiedelt. Und jetzt geht's ab. 5-3. Nochmal reingehauen. Er dreht die Geschütztürme auf. Er geht auf die Moskwa. Bin jetzt doch einigermaßen verwundert, aber... Er scheint einen Plan zu haben. Einmal auf die Moskwa gefeuert. 10.200. Er nimmt Fahrt raus. Ganz schmales Profil zur Montana. So schmal es eben geht. Dreht die hinteren Geschütztürme. Nimmt Fahrt wieder auf. Jetzt sind die Geschütztürme gleich fertig. Direkt zerstört die Moskwa. Von vorne eine Zitadelle reingejagt. My goodness. Oh, Montana versucht hier sich noch zu wehren, aber ich vermute, ja, er stellt, das Schiff driftet nach rechts und es sieht aus, als ob er das mit Absicht macht. Ja, er will sie rammen, brennt dreifach und ja, guckt ganz genau dahin. Er zielt, um sie zu vernichten. Clever gefahren. Clever gemacht. So kann man das natürlich auch machen, um für den Sieg zu sorgen. Ja, da sind wir schon im Endscreen. 216.000 Damage, Doppelzitadelle, ganz am Ende eine coole Aktion mit drin, wie ich persönlich finde, die Moskwa und die Montana quasi alleine rauszunehmen. Hier sieht man jetzt noch die Abschussscreens. Wir bedanken uns recht herzlich für Zuschauen. Ich hoffe, das war unterhaltsam und vielleicht auch ein bisschen lehrreich für euch. Würde uns freuen. Lasst gerne ein Like da. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.